Hey und herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen auf jeden Fall jetzt gleich in der Story weiter. Wir sind nämlich auf der Suche von, von Tsunade, wie auch immer, scheißegal. Auf jeden Fall wurden wir ein bisschen aufgehalten von Itachi und Kisame. Die haben uns jetzt sozusagen die erste Hälfte so ein bisschen behindert und die haben wir jetzt auf jeden Fall zurückgeschlagen. Aber das Thema Akatsuki wird natürlich in Storm 2 nochmal eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall so lange noch bei diesem Let's Play dabei sein, wenn ihr herausfinden wollt, was es natürlich mit denen auf sich hat. Ich chill jetzt gerade hier bei meiner Lieblingsschaukel, wo ich jedes Mal geweint habe. Und wollte jetzt erstmal kurz bei Iruka diese Schriftrollen eintauschen. Ich habe seit tausend Folgen. Hä, warum kann ich jetzt nicht eintauschen? Hä? Wieso kann ich das nicht eintauschen? Komisch. Aber sonst könnte man das doch immer eintauschen, oder bin ich bescheuert jetzt? Okay, scheinbar geht das gerade nicht. Na gut, dann machen wir einfach direkt Story weiter. Dann ist das auf jeden Fall ein kleiner Fail gewesen. Interessante Scheiße auf jeden Fall. Aber okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Story an. So, Missionsliste. Wir lernen jetzt, glaube ich, das Rasengan, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Genau, Rasengan-Beherrschung Schritt 1. Naruto und Jiraiya setzen ihre Reise fort. Narutos Training für das neue Jutsu war in vollem Gange. Das neue Jutsu hieß das Rasengan und dafür war eine hoch entwickelte Chakra-Kontrolle notwendig. Um die entsprechende Fertigkeit zu gewinnen, strengte sich Naruto beim Baumklettern im Training besonders an. Auch wenn es eigentlich nicht so war und er sondern mit Ballons trainiert hat, also mit Wasserballons, dann Gummibällen und dann irgendwas Härterem nochmal. Aber gut, dann lernen wir das jetzt halt, indem wir irgendwelche Bäume hochklettern. Klar, kann man natürlich mal machen. Okay, lasst uns den blöden Baum hochrennen. Mein Gott, ey, also das finde ich jetzt ein bisschen doof gemacht, muss ich einfach mal sagen. Also die Leute, die zum Beispiel Rise of a Ninja gespielt haben, da haben die das zum Beispiel richtig cool umgesetzt. Da gab es auch 3 Schritte, um das Rasengan zu lernen. Und da hatten es halt wirklich wie im Anime gemacht. Ich habe halt mit dem Wasserballon angefangen und musste dann halt das Chakra rotieren lassen, um dann sozusagen diesen Ballon kaputt zu machen. Und das durfte ich halt 1:1 nachspielen. Wow, guckt euch das mal an. Alter, wie ich mich da durchgecheatet habe. Ich habe halt die Kunst des Tausches gerade drauf gehabt als Jutsu. Alter, könnte ich mich gerade richtig schön durchcheaten hier. Guckt euch das jetzt mal an. Zack, zack, zack. Oh, jetzt muss ich ausweichen. Puh, jetzt könnte ich es zum Beispiel wieder machen. Zack. Das ist ja voll das Rungecheater mit dem Jutsu. Damit geht es ja voll easy. Das merke ich erst jetzt, dass das so ist. What the fuck? Ich cheate. Guckt euch das mal an. Zack. Wenn das Jiraiya sieht, ich glaube, das wird dir nicht gefallen. So, gerne nochmal. Zack. Auch nicht schlecht. So kann man es natürlich auch machen. Nice, nice. Haben wir auf jeden Fall gleich beim ersten Mal geschafft. War jetzt auch nicht schwer. Bei solchen Techniken. Oh Mann. Gut, dass Jiraiya nicht überall seine Augen hat. Sonst hätte er gesagt, hey Naruto nochmal ab, Naruto nochmal neu hochrennen. Aber gut, er hat es nicht gesehen. So, dann machen wir direkt nochmal weiter. Und lernen gleich mal den zweiten Schritt. Also es müsste 3 Schritte geben. Cool. Rasengan-Beherrschung Schritt 1. Cool, dann sind die wahrscheinlich hier davor, hier so irgendwo. Cool, dann lernen wir das erst später richtig. Wiedersehen mit Lady Tsunade. Am Ende gelang es Jiraiya in Begleitung von Naruto wieder mit Tsunade zusammenzukommen. Aber die weigerte sich, Hokage der 5. Generation zu werden. Und nicht nur das, sie machte sich über die vorherigen Hokage lustig und erzürnte damit Naruto, was zu einer ziemlichen explosiven Situation führte. Wenn Naruto nur wüsste, wie stark Tsunade eigentlich ist, dann hätte er das, glaube ich, doch nochmal gelassen mit dem Angriff. Aber, hey, wenn Narutos großer Traum ist einfach Hokage zu werden. Und wenn dann halt jemand kommt und sich über diesen Posten lustig macht, ich glaube, da würde jeder so reagieren. Und wenn Naruto wüsste, dass sein Vater der 4. Hokage der Generation war hier, dann, ich glaube, dann hätte Tsunade diese ganze Aktion hier vielleicht sogar gar nicht überlebt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, klar, der wäre dann, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr ausgerastet. Jiraiya-Sensei! Krötel kam ein bisschen zu spät. Ich muss kurz nochmal die Kampfvorgaben gucken. Okay, wir müssen einfach nur gewinnen, mehr nicht. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen.
So, Rasengan können wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, können wir leider immer noch nicht. Also, wir sind gerade noch im Training, aber was ich cool gefunden hätte, dass man es hier einsetzen kann, aber nicht vollführen kann. Also, sprich, dass es einfach so währenddessen irgendwie abbricht oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Das hätte ich cool gefunden, so einfach als Spielfeature in der Story oder so. Das hätte irgendwie nochmal so ein bisschen für Ballast gesorgt. Aber, na, hat man halt nicht eingebaut. Schade eigentlich. Aber man hätte es machen können. Das wäre bestimmt möglich gewesen, irgendwie. Dass wenn er so, er macht so die Pose, versucht Rasengan zu machen und er kriegt sich hin und es fällt einfach weg oder so. Das hätte man auf jeden Fall irgendwie mit einbauen können. So, den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Easy peasy lemon squeezy. Das war ja absolut kein Problem. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Schritt 2 lernen dürfen. Also ich denke, es müssten auf jeden Fall 3 Schritte sein, wie im Anime. Sonst wird es ein bisschen doof. Yep, Rasengan beherrschen lernen. Okay, so heißt die nächste Mission. Narutos Kampf mit Tsunade gipfelte in eine Wette über das Rasengan. Könnte er dieses Jutsu innerhalb einer Woche meistern, wäre er der Sieger. Wenn nicht, hätte Tsunade gewonnen. Naruto, der niemals eine Herausforderung ausweicht, steckte alle seine Energie in das Baumklettern-Training. Bruh, Alter, kommt doch nicht die ganze Zeit mit Baumklettern-Training, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Als ob ich mich unterkriegen lassen werde von Tsunade. Ich werde das Rasengan beherrschen. Ich werde es meistern. Ich werde jetzt mit faulen Tricks wieder hier durch die Baumstämme jagen. Denn ich bin Naruto Uzumaki vom Dorf Konoha. Und ich werde cheaten, bis der Notarzt kommt. Oh Mann, ey. Anstatt einfach ganz normal auszuweichen, nein, renne ich einfach so hoch. Wow. Ich habe gerade das Item verloren, gerade noch ausgewichen. Holy shit, Alter, das war richtig knapp. Okay, jetzt war es auch knapp. Aber irgendwie kriege ich auch nur das Item. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich keinen Gegner hier auf dem Baum habe. Dass ich dann immer nur dieses Item kriege, glaube ich. Aber es bringt ja nichts, wenn ich irgendwelche Schattendoppelgänger oder so am Start habe. Oder irgendwas anderes, deswegen. Verständlich. So, wir kämpfen uns hier den Weg nach oben. Ja, easy. Ich will natürlich jetzt nicht nur durch die Bäume so rennen, das macht mir auch keinen Spaß, deswegen ab und zu geht es klar, aber ansonsten versuche ich schon natürlich hier einen auf Meister Ausweichprofi zu machen und schön auszuweichen, aber gut, einmal geht ja, oder? Aber man kann es auch ohne das schaffen, man muss halt nur ein bisschen Reflexe haben und dann geht es auf jeden Fall vollkommen klar. So, Jiraiya ist richtig stolz auf mich, ich weiß. Danke, 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 danke. So, mal gucken, ob wir gleich mit der dritten Prüfung weitermachen dürfen. Das müsste dann die letzte sein, um das Rasengan vollständig zu lernen. Und es ist wieder ein Kampf. Ich denke, jetzt hier Kampf, dann hier die letzte Prüfung, dann Bossfight. Das ist so meine Meinung. Der Grund für Tsunades Weigerung, Hokage zu werden, war die Abmachung, die Orochimaru ihr unterbreitet hatte. Sie erkannte jedoch ihren Irrtum, wies Orochimarus Abmachung zurück und forderte Orochimaru und seinen untergebenen Kabuto zu einem Kampf. Oh ja, das müsste schon auf der Graswogenprärie sein, also auf dieser riesengroße Grasfläche. Ich glaube, wenn es die Map gibt, dann müsste das hier jetzt schon sein. Sonst kommt das doch später. Okay, wir müssen gegen Kabuto kämpfen. Oh shit, ich bin mal Alter! Übertreib, Mann! Alter! Das nenne ich mal einen Schlag ins Gesicht, Alter. So, mal gucken, ob Tsunade auch ein anderes Moveset hier hat. Ja, ich glaube, die hat ein anderes Moveset und die Boots wackeln so schön. Das gefällt mir. Guckt euch das mal an. Na, ich glaube, es ist ein bisschen anderes Moveset. Das war jetzt die Standard. Davor war es die nach unten. Und das ist jetzt die Luftkombo. Zack. Ja, die hat ein anderes Moveset. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Air-Kombo gucken. Und das Jutsu. Alter, wie der mich einfach noch tritt, ey. So richtig respektlos. Zack. Okay, das ist dasselbe Jutsu. Nur kann man das hier aufladen. Und ich würde das ganz... Ich würde es ganz gerne mal aufladen. Shizune, halt ihn mal bitte auf. So. Alles klar. Alles klar, Mann. Kabuto, du bist echt ein Arschloch. So, und nochmal. Bam. Alter, die fliegt ja gar nicht weit. Was ist das denn für eine Scheiße? Ist ja voll kacke. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch gucken müssen, ist auf jeden Fall Air-Kombo. Die will ich auch noch sehen.
Blöder Wichser, hat der mich eingeschläfert, ey. Ja, das war damals noch sein Jutsu. Ja, okay, Luftkombo ist absolut krampfhaft, Digga. So eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, zack. Alles klar, renn doch direkt irgendwo anders hin. Wir machen das jetzt so. Und zack. Easy peasy getroffen. Und damit besiegen wir jetzt auf jeden Fall Kabuto. Alter. Jo! 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 Jo, die macht ja nochmal was. Oh! Alter! Oh, da haben die Boobs gerade gewackelt. Habt ihr es gerade gesehen? Und da wackeln sie schon wieder. Ah, geil, Mann. Richtig geil. Richtig geil. Mann, ich stehe auf eine 50-Jährige. Okay, hier ist ja noch 47. Aber in 3 Jahren ist sie 50. Ich find's geil. Machen wir mal lieber weiter. Also das war wirklich ein super Kampf, weil die Boobs gewackelt haben. Ja, ich mag Boobs. Meine Freunde, ich bin einfach ein Mann. Wisst ihr, ich habe zwischen meinen Beinen was hängen. Und das heißt, ich bin männlich. Ganz einfach, okay? Ganz einfach. So, ein Wirbelrasengarn explodiert. Alles klar. Naruto und seine Freunde erreichen den Schauplatz des Kampfes und wandten sich der Sache zu ihren Gunsten. Naruto nahm sich Kabuto vor und indem er seinen Rasengan im Kampf verwendete, konnte er es endlich perfektionieren. Ja, perfektionieren ist nochmal ein bisschen übertrieben. Perfektionieren tut man es erst, wenn es wirklich perfekt ist und man sein eigenes YouTube draus gemacht hat. Bis jetzt ist es ja noch eine reine Kopie von seinem Vater oder Jiraiya. Also, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber Naruto hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Okay, da sind wir auf jeden Fall. Was ich einfach mal an der Stelle erwähnen wollte, ich finde es immer ganz lustig, wenn Leute sagen, dass Rasengan kann nur mit Luftchakra erzeugt werden. Das ist nämlich komplett falsch. Das Rasengan kann wirklich jeder lernen, der natürlich Chakra kontrollieren kann. Wie es aber auch hier im Spiel gesagt wurde, man braucht eine sehr, sehr, sehr hohe Chakra-Kontrolle. Und das Rasengan besteht halt nur wirklich aus Chakra, was man rotieren lässt. Das Rasen-Shuriken, das ist Windchakra. Dafür braucht man Windchakra. Und da kann man dann ein Rasen-Shuriken einsetzen, sofern man das natürlich auch lernt. Man könnte es natürlich bestimmt auch mit anderen Elementen verbinden, sei es Feuer, Blitz oder Erde oder sonst irgendwas. Aber in dem Fall macht es Naruto natürlich mit dem Windchakra. Aber erst ab Shippuden, Freunde. Das wollte ich einfach nur mal in der Szene hier erwähnt haben. Und jetzt gibt's das erste. Oh, verdammt. Wisst ihr was? Ich mache ihn mit dem Rasengan-Platt. Ich wollte eigentlich Ulti machen, aber wir machen das auf jeden Fall schön mit einem Rasengan. Das kriegt auf jeden Fall Kabuto ab hier wie im Anime. Das war einfach zu geil damals, wie ihn da gegen den Felsen geballert hat. So, das müsste eigentlich reichen. Probieren wir es mal. Rasengan! Ernsthaft jetzt? Das kann man leider nicht steuern, in welche Richtung. Verstärk mich mal. Rasengan! Oh ja, das müsste ihn killen. Oh, schön. Sehr schön. Genau so hat er ihn auf jeden Fall besiegt und gegen den Fels geballert. Ich hoffe, ihr kennt natürlich noch die Szene. Die war nämlich wirklich geil, als er das damals richtig geschafft hat. So, das Rasengan haben wir, wie es das Spiel sagt, perfektioniert. Aber wir haben es, sagen wir mal, wir haben es geschafft, es einzusetzen. Das ist noch so auf dem glaubwürdigeren Stand, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, Rasengan haben wir auch als Technik bekommen. Du beherrschst jetzt die Fähigkeit, das ultimative Missions- und das Rasengan. Stelle ich vor eine mit Kette und Siegel verschlossene Tür und drücke Dreieck. Okay, kann ich das auch so einsetzen? Das wäre voll cool. Probieren wir mal. Ah, nee, das geht leider nicht. Das müssen wir dann anders machen. Aber das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Let's Plays auch noch werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. So, jetzt machen wir auf jeden Fall noch den Bosskampf und das sollte dann, glaube ich, auch genügen. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, weil der ist richtig, richtig cool. Der hat mir damals richtig gut gefallen. Der Kampf der legendären Sannin wurde durch ihre Beschwörungsjutsu sogar noch grimmiger. Tsunade benutzt ihre ganze Macht gegen Manda, den von Orochimaru beschworenen Feind. Oh, Freunde, glaubt mir, lehnt euch jetzt bitte zurück. Falls ihr nichts mehr zu snacken habt, holt euch was zu snacken, macht kurz Pause und gönnt euch jetzt diesen hammermäßigen Kampf, okay? Dann würde ich mal sagen, legen wir direkt damit los. Tsunade.
邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ3人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉隠れ里を守るためよ。 里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世迷子と。それに火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。 歴代の火影たちはこの葉の里とそこに生きる者たちを守り乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。 命をかける。バカめ。こんなガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと散れ。綱で。さあ決着をつけるわよ。死を取る術。 Okay, wir müssen... Ach, das stimmt ja, mit Tsunade war das sogar damals. Alter, kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Für diesen Kampf kannst du Gamma Bunta und Katsuyi Suzu Dings da Bumster als Hilfscharaktere anfordern. Fordere Gamma Bunta oder Katsuyu mit der L1 oder R1 für Hilfsangriffe an. Genau wie andere Hilfscharaktere können sie beliebig oft angefordert werden. Okay, fangen wir direkt mal an. Katsuya oder Arschlochmon. Attacke. War das Scheiße oder was war das? Klar, es war Säure, schon klar, aber für mich sah das aus eher wie Scheiße. Aber okay. So, erstmal auf Manda schön hier drauf stehen und erstmal hier Orochimaru einfach mal hier voll die Breitseite geben. Und schon wurden wir wieder runtergestoßen. So, weiter geht's. Alter, wie viel Schuriken. Übertreib halt. Gamma Bunta, ich brauche mal deine Hilfe. Zack. Sehr gut, hast du richtig toll gemacht. Jetzt können wir direkt nochmal angreifen. Also man sieht auf jeden Fall, dass ich gar nicht so oft die einsetzen kann, weil das lädt ziemlich lange auf hier, wie das aussieht. Aber wir haben ja jetzt schon ordentlich hier auf jeden Fall reingehauen. Das können wir schon mal sagen. Wow. Alter, habe ich mich erschrocken. Wie schnell. Manda, Manda. Du bist aber schnell. Okay, jetzt kommt ja irgendwas aus dem Boden raus. Cool. Alter, was hat die für einen langen Schweif da hinten? Ist ja voll übertrieben, wie lang die Schlange ist, wenn das von da hinten, wo sie es reingesteckt hat. So, hier schützen wir uns mal. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Okay, da müssen wir Kreis drücken. Also wie gesagt, der Bosskampf ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger. Also der haut auf jeden Fall ein bisschen mehr rein wie die anderen Bosskämpfe. Aber im Grunde ist der anfangs auch ziemlich gleich, halt hier auf Dings zu stehen. Digga, ich komme da gar nicht raus, Mann. Hier auf so einem Berg zu stehen und dann halt die Attacken abzuwehren. Ja, was macht der noch alles? Das zieht ja alles so viel Leben ab. Was kann ich denn damit machen? Kann ich mich da verstecken? Nee. Ach nein, wir können die Steine nehmen und werfen. Okay. Ich bin gleich tot, aber auch geil. Katsuya, helf mir mal. Oder Katsuzu oder wie auch immer. Zunge der klebrigen Säure. Alles klar. Und ich hab die Muschi, die alte Muschi der alten Säure. Oh Mann, ey. Okay, es geht jetzt auch schon los, Freunde. Ich kann direkt mal runterlaufen. Jetzt geht's auf jeden Fall hier richtig runter. Ich hab dezent Angst, was jetzt kommen wird. Oh je. Yeah.
So, Freunde, das hätten wir auf jeden Fall auch geschafft. Ich hatte den Kampf etwas länger im Kopf, als ich das letzte Mal gemacht habe. Aber ich fand es gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall geile Szene auf jeden Fall mit dabei. Allein schon, wie Manda gerade so in die Luft geflogen ist. Hammer. Und dann noch Tsunade drauf, wie die da rumrennt. Hammermäßig geil gemacht. Nani ga okashii? Tsunade, お前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時、また会えるといいわね。我が同志。ツナデ、ジライア。それでは、またいずれ。逃げたか。やっぱりばあちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくって。その上、金にルーズで陰険でバカだし。ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。Also ich will jetzt die Szene nicht kaputt machen oder so, aber gerade wo Tsunade gegen das Stirnband von Naruto getippt hat und dann diesen Blick hatte, ich dachte gerade echt, sie sagt jetzt, Naruto, ich möchte dich ficken.
Oh Mann, ich weiß, ich hab's jetzt wahrscheinlich voll kaputt gemacht und so, aber hey, Freunde. Ich weiß nicht, das war so das Erste, was ich gerade auf jeden Fall gedacht habe, als ich das hier gerade gesehen habe. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den finalen Part der Geschichte auch freigeschaltet, und zwar Sasukes Jagd. Wir brauchen ganze 500 Punkte, um das Finale spielen zu können. Also brauchen wir noch gut 200 Missions-EP. Da wird uns auf jeden Fall noch einiges bevorstehen, bevor wir das überhaupt machen können. Aber das werden wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Parts machen, Freunde. Wir nähern uns jetzt so langsam echt dem großen Finale. Mal gucken, wie das auf jeden Fall wird. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir schreiben dann auf jeden Fall... Wir machen im nächsten Part dann auf jeden Fall weiter. Bis dahin, haut rein. Tödelö. Wie gesagt, haut eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin.